Das erste Spiel in der Meistergruppe stand an und bei bestem Fußballwetter taten sich unsere Jungs leider sehr schwer. Herr Till, der Start in der Meistergruppe ist leider nicht so geglückt, kann man sagen. Ja, ist sogar misslungen, würde ich sagen. Also klar, natürlich ist Sturm Graz eine Top-Mannschaft, das weiß jeder. Das ist auch nicht unser Kaliber, das ist auch klar. Trotzdem hatten wir natürlich gehofft, gerade auch wenn man sieht, dass Sturm die Doppelbelastung hatte, dass wir hier vielleicht länger das Spiel offen halten, dass es nicht so früh entschieden ist. Das ist schon sehr ärgerlich, ärgert mich persönlich auch, ärgert auch die Jungs sehr, aber gut. Jetzt können wir es auch nicht mehr ändern, ne? Ja, definitiv, wenn man das Ergebnis und die Art und Weise betrachtet, auf jeden Fall. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Wir sind zwar, es klingt zwar blöd, aber wir sind recht gut reingestartet, sind aber dann eiskalt bestraft worden für jeden Fehler. Sturm hat ja 4, 5 Torchancen gehabt und haben 4 Tore geschossen. Da hat man auch gesehen, dass die richtige Qualität haben. Und ja, wenn wir so auftreten, dann können wir da halt nichts holen. Du hast es gerade angesprochen. Trotzdem ein guter Start in die Partie. Man hat sich überhaupt nicht versteckt vor Sturm. Ja, das war unser Ziel. Wir wollten mutig auftreten. Sind auch gut reingestartet. Aber natürlich, wenn dann kommen Eigenfehler dazu, die Sturm einfach eiskalt bestraft hat. Und ja, das war natürlich dann sehr bitter. Ja, auf jeden Fall. Ja, die ersten 5, 6 Minuten waren wir richtig griffig, gut im Gegenpressing. Konnten auch die ein oder andere Welle starten und dann kam durch das 0-1 ein kleiner Bruch in unserem Spiel. Du selber hattest ja eine Riesenchance dann auf das 1-1. Hätte das vielleicht einen Umschwung gebracht? Ja, definitiv. Klar muss ich den machen. Und dann steht es möglicherweise 1-1, aber das ist alles sehr, sehr spekulativ. Fakt ist, dass wir heute 0-4 verloren haben und einfach jetzt aufstehen müssen. Das ist das Wichtigste. Ich fand, wir sind auch gut reingekommen. Es war jetzt noch nicht so, als wir heute hier einen kompletten grauen Kick hingelegt hätten. Wir wurden halt auch einfach eiskalt bestraft, ausgekontert. Sturm hat die Bälle schon wirklich sehr gut auch in unsere Zwischenräume gespielt, auch sich immer wieder aufgedreht. Da müssen wir mit Sicherheit auch gucken, dass wir dort die Fehler vermeiden gegen solche Mannschaften. Aber es war jetzt nicht so, dass wir hier, weiß Gott, wie hätten abgeschossen werden können. Also so blind waren wir auch nicht. Kann man sagen, dass vielleicht dieser frühe Gegentreffer, obwohl man ja gleichwertig war, ein bisschen den Rhythmus gebrochen hat? Ja, ich meine, das gehört zum Fußball dazu. Da dürfen wir uns dann auch nicht so, ich würde gar nicht sagen, dass wir uns hängen gelassen haben. Wir haben weiter probiert, mutig zu spielen, haben halt dann einfach blöde Eigenfehler gemacht, die eiskalt bestraft worden sind. Und natürlich gegen so eine Spitzenmannschaft darf das nicht passieren. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil, wie gesagt, wir hatten ja da die eine oder andere Pressing-Situation, dann klar mit Beilerschoss auch das 1-1, dann kassieren wir das 0-2 eigentlich beim nächsten Angriff und dann machen wir einfach zu viele individuelle Fehler, wo der Gegner einfach gnadenlos bestraft. Das sind natürlich immer so Schlüsselmomente. Ne? Jeder, der Fußball guckt, der Fußball spielt, weiß genau, wenn du da natürlich dann das 1-1 machst, kann vieles immer anders laufen. Ne? Andererseits kann man auch sagen, bei den Toren, die Stürmer, wenn die dort von denen einen liegen lassen oder sowas, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, kann das auch anders werden. Aber das ist jetzt ganz viel hätte, wenn und so weiter. Von daher, das zählt nicht. Die Tore sind leider gefallen. Im Endeffekt ist es ein deutliches 4-0 und jetzt heißt es einfach nur munter wischen und weitermachen. Machen wir einen Blick in die Zukunft. Jetzt ist ja ein Wochenende spielfrei, dann kommt der LASK. Wie wird man sich vorbereiten auf den LASK? Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich bis jetzt nur Sturm im Kopf hatte. Werde ich auch morgen noch nicht sagen können, aber ich denke, dass der Trainer oder das Trainerteam mit sich einen Plan ausarbeitet. Wir haben jetzt schon beim ersten Spiel beim LASK ein wirklich gutes Spiel gemacht, dort ein X geholt und ich bin mir auch sicher, dass wir diesmal auch wieder dorthin fahren mit dem Ziel, was zu holen. Und ja, ich glaube, dass wir ein super Team haben, dass wir auch konkurrenzfähig sind, auch gegen den LASK. Und jetzt heißt es wieder Sinne schärfen und voll angreifen. Ja, es geht einfach, dass wir uns auf unsere Tugenden wieder besinnen, einfach back to the basics kommen und einfach jetzt in den 2 Wochen gut arbeiten, dass wir bestmöglich auf das Spiel in 2 Wochen vorbereitet sind. Ja, das erste Mal ist es wichtig, das Spiel heute so schnell wie möglich abzuhacken. Wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, uns gut vorzubereiten auf den LASK. Wird sicherlich nicht leichter. Der LASK hat genauso eine super Mannschaft, aber wir haben schon gezeigt, wenn wir dort vor allem in den Zweikämpfen besser sein, schnell umschalten, dann ist dort definitiv was möglich. Und nicht nur beim LASK zu punkten ist möglich, sondern auch unserem nächsten Gegner, dem TSV Hartberg, alles abzuverlangen und die Punkte in Weidmannsdorf zu lassen ist möglich. Am Sonntag, den 7. April um 14.30 Uhr heißt es also wieder
Forza Viola.